Ja, ihr Lieben und damit ganz herzlich willkommen zu dieser kleinen Spezialausgabe von Heilung ist Gottes Wille. Ich möchte euch hier und heute gerne ein Zeugnis weitergeben, das mich gestern erreicht hat. Es ist unser guter Freund Andreas, der uns angeschrieben hat. Und äh, ja, er hat tatsächlich vier spontane Heilungen innerhalb von einer Minute erleben dürfen. Und das Zeugnis und auch seine Audiobotschaft, die er uns geschickt hat, werde ich euch gleich hier weitergeben. Vorab möchte ich aber noch kurz auf eine kleine Programmänderung hinweisen für die nächsten zwei Wochen, also für diesen Samstag und für den Samstag danach. Jetzt wegen der Feiertage haben wir eine kleine Änderung und zwar werden wir die nächsten beiden Samstage keine Live-Videos veröffentlichen. Allerdings möchten wir euch von Herzen empfehlen am 25. und am 1.1. Äh, wenn ihr gerne ja, einfach Live Austausch haben wollt, wenn ihr bei einem Livestream mit dabei sein wollt, möchten wir euch von Herzen empfehlen den Livestream von Martin und Sigrid Baron euch anzuschauen. Ähm, wenn du dieses Video jetzt gerade schauen solltest zu einem Zeitpunkt, wo das gerade läuft, ja, also Samstagabend 25.12. oder Samstagabend 1.1., dann schau gleich mal hier in den Link in der Beschreibung. Ähm, da setze ich euch das rein, damit ihr dann auch direkt zu dem äh, Livestream von Martin und Sigrid, ähm, ja, Rüberwechseln könnt. Ähm, einige, die mit uns schon länger unterwegs sind, die wissen das. Wir sind mit Martin und Sigrid in ihrem Dienst Gotteshaus sehr eng verbunden. Wir selber sind total dankbar für ihren Dienst. Und vieles, vieles von dem, was wir euch hier in unseren Videos weitergeben, das haben wir tatsächlich auch bei ihnen lernen dürfen. Deswegen, wenn du sie noch nicht kennst, ganz herzliche. Empfehlung, da jetzt rüber zu schalten in den Livestream von Gotteshaus. Ähm, wir wollen da natürlich jetzt keine äh, Parallelveranstaltung hier äh, machen, sondern wir laden euch ein, geht darüber zu dem Livestream, schaut euch das an. Ich setze euch die Links zu den Livestreams auch bei uns in den Telegram-Kanal und äh, wir freuen uns wirklich, dass Martin und Siegelt am 25.12. und am 1.1. dieses Angebot machen. Aus diesem Grund... Ja, äh, werden wir auch äh, jetzt an den beiden Samstagen keine Live-Premieren schalten, sondern wir veröffentlichen zum Beispiel jetzt hier und heute dieses Zeugnis. Aber es gibt auch noch einige andere Dinge, äh, die wir auf dem Herzen haben, und das hat tatsächlich auch mit dem Thema Musik zu tun. Ähm, vor zwei Wochen, also Musik und Lobpreis, ähm, hatte Nadine in unserem Video Bewahre dein Herz, Teil 1 war das, hatte Nadine spontan den Song Reinige mein Herz gesungen und da gab es echt nette Rückmeldungen von euch. Unter anderem hat die Stephanie Folgendes geschrieben. Sie schrieb, oh bitte macht ein Video von diesem wundervollen Lied, liebe Nadine. Es hat mich zu Tränen gerührt. Halleluja. Ja, und dafür ganz, ganz lieben Dank, liebe Stefanie. Und als du das geschrieben hast, da haben wir uns gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann dachten wir, komm, dann machen wir da jetzt mal eine Aufnahme. Die werden wir dann auch äh, die Tage hochladen. Vielleicht für dich, liebe Stefanie, als verzögertes Weihnachtsgeschenk und für all die anderen, äh, die das Lied auch gesegnet hat, laden wir das gerne hoch. Und. Da möchte ich euch gleich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass wir tatsächlich in diesem Bereich einiges vorhaben. Ähm, wir haben von einer guten Freundin, ähm, Petra ist ihr Name, haben wir eine echt spannende Prophetie bekommen. Und äh, das, da hat sich eine Vision für uns daraus entwickelt. Und es ging tatsächlich darum, dass Gott wirklich auch hier in Deutschland, in seinem Volk Heilungssalbung über den Lobpreis freisetzen will. Und da haben wir gedacht, da wollen wir mit reingehen, das wollen wir freisetzen, das wollen wir sehen in unserem Land. Und wir haben wirklich diese Vision, dass wir dann auch, ich sag mal, längere Sessions, also wirklich über eine Stunde Sessions ähm, des Lobpreises aufnehmen. Wo es aber auch explizit um Heilung geht, wo auch wirklich diese Heilungssalbung freigesetzt werden soll. Und wir haben diese Vision, dass Menschen ähm, zu anderen gehen, die das gerade brauchen, aus welchem Grund auch immer, die dann einfach ihr Handy bei diesen Menschen ans Bett legen und einfach diesen Lobpreis, der einfach die, die Heilungssalbung Gottes im Fokus hat, die einfach diesen Lobpreis laufen lassen. Wir haben diese Vision, wir haben die feste, konkrete Erwartung, dass Menschen dadurch spontan direkt und ganz konkret geheilt werden das ist also etwas was wir äh, vorhaben das ist etwas was wir angehen wollen dafür müssen wir noch ein paar äh, ja technische veränderungen durchführen damit das auch schön aufgenommen wird damit das richtig gut klingt und äh, da arbeiten wir jetzt dran in den nächsten tagen und wochen und da möchte ich euch einfach schon mal ja, wollt ihr euch einfach schon mal darauf hinweisen? Hoffe, dass ihr euch da auch so sehr drauf freut wie wir. Und wir sind ganz, ganz zuversichtlich, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und wo Gott ist, da ist Heilung, da ist Wiederherstellung. Da, wo Jesus ist, hat er alle Menschen geheilt und gesund gemacht. Und wenn ihr euch schon ab und zu mal auf unserer Internetseite bewegt habt, dann habt ihr sicherlich festgestellt, dass wir mehrere Schwerpunkte haben. Einmal die Lehre über das Thema Heilung dann auch die Lehre über die Prophetie, das was Gott jetzt gerade seinem Volk sagt, was wir für sehr sehr wichtig halten, was keine Gemeinde, kein Leiter äh, irgendwie ignorieren sollte dieses Thema. Jeder muss sich fragen, was sagt der Geist Gottes gerade den Gemeinden? Also dieses Thema haben wir, also Lehre über Heilung, Lehre über Prophetie, Aktuelle Prophetie. Und dann hatten wir einen dritten Punkt, auch ausgewiesen auf unserer Seite. Und ähm, ja, da war bis jetzt noch nicht so viel. Und da hatten wir einfach diesen Punkt unter Heilung, Heilung durch Lobpreis. Und da wollen wir jetzt dann auch reingehen. Da wollen wir wirklich auch, ich sag mal wirklich geistig gesehen, Land einnehmen. Und äh, wir haben wirklich die feste Erwartung, dass viele Menschen geheilt werden dadurch. Wir sind schon gespannt auf die Zeugnisse. Heute werde ich euch ja auch ein spannendes Zeugnis vorstellen. Aber bevor ich das tue, möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal all denjenigen danken, die da auch mit uns unterwegs sind, die uns unterstützen. Und wir sind da wirklich dankbar für, denn wir haben ja, diejenigen, die seit Anfang an dabei sind, wissen das, wir haben am 14. August unseren Dienst gestartet in diesem Jahr und haben eben einfach Stück für Stück das verfolgt, was Gott uns als Vision gegeben hat. Und da war uns einfach klar, gut, wir müssen erstmal eine Grundlage legen, wir müssen erstmal Lehre geben, damit wirklich jeder, der sich auch dafür interessiert, weiß, wo wir stehen, weiß, was wir glauben, damit jeder weiß, was unser Herzensanliegen ist. Und dann hatten wir sehr schnell auch den Eindruck, dass es wichtig ist, dass wir eben zu dem Thema sprechen, äh, was sagt der Geist Gottes gerade den Gemeinden, was kommt auf uns zu, das ist sozusagen, äh, ja. Das zweite Fundament, was wir da gelegt haben, und das Dritte ist eben diese Vision von Heilung durch Lobpreis. Und das ist noch mal in den letzten Wochen ganz stark angefacht worden in unseren Herzen. Und da möchten wir jetzt weiter reingehen. Deswegen vielen Dank für alle, die uns einfach seit Anfang oder seit ja, einigen Wochen, Monaten da begleiten. Auch diejenigen, die mit uns als Fackelträger unterwegs sind in der Fackelträgergruppe oder die bei uns äh, Im Telegram-Kanal sind einfach vielen Dank dafür eure Unterstützung und wir freuen uns einfach auch da jetzt mit euch reinzugehen in dieses Thema. Äh, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und wir freuen uns einfach schon dann im kommenden Jahr da auch Lehre, aber auch ganz praktisch ähm, Heilungssalbung weitergeben zu dürfen. Also wir sind da super, super gespannt. Und mega gespannt auf das, was Gott tun wird. Und ich habe jetzt gerade, wo ich äh, mit dir spreche, wo ich dir das sage, auch den Eindruck, dich nochmal zu ermutigen und dir zu sagen, das, was Gott verheißen hat, das wird wirklich eintreffen. Die Wahrheit wird offenbar. Die Verbrecher werden allesamt überführt werden. Die Verbrecher werden allesamt offenbar werden. Und deswegen, jetzt, wenn du das Video hörst, lass dich auf keinen, keinen Fall... Durch Manipulation zu irgendwelchen Dingen bewegen, die du unter normalen Umständen niemals tun würdest. Lass dich da nicht zu irgendwelchen Behandlungen oder Therapien, äh, Injektionen, was auch immer bewegen, sondern bleib deinen Überzeugungen treu. Der Herr hat es verheißen, dass er eingreifen wird und er wird eingreifen. Halleluja. So, und in diesem Sinne möchte ich euch jetzt das Zeugnis weitergeben, was der Andreas uns geschickt hat. Andreas hat uns einmal ein, ähm, ja, einen Brief, sage ich mal, geschickt, den ich euch vorlesen darf. Also auch da vielen Dank, lieber Andreas. Und dann hat er uns noch eine Audioaufnahme geschickt, um das nochmal zu kommentieren. Auch das möchte ich euch jetzt gleich im Anschluss an den Brief. Hier reinstellen. Also, wir sind selber total bewegt von diesem Zeugnis. Ich muss sagen, also, es geht wirklich darum, Andreas hat ein Video gesehen und ist dann innerhalb von einer Minute von vier verschiedenen Sachen spontan geheilt worden. Und ich muss einfach sagen, das Spannende ist, dieses Video, das haben wir im September, Anfang September aufgenommen. Und Andreas hat es jetzt vor einer Woche am 16. Dezember geguckt. Also, jetzt letzte Woche. Und natürlich das Video, was wir im September aufgenommen haben, ja, äh, ganz ehrlich, das, da hatte ich gar nicht mehr so viel von auf dem Schirm, ja. Und das finde ich so spannend, trotzdem am 16.12. ist der Andreas da geheilt worden. In diesen verschiedenen Bereichen, das finde ich so spannend, das ist etwas, was ich früher nicht für möglich gehalten habe. Da war mein Horizont einfach, ich treffe mich mit Leuten, ich bete für Leute, lege denen die Hand auf und sie werden geheilt. So. Oder äh, wir sind in der Versammlung, ne? also in einer Live-Präsenzversammlung und ich bete für, weiß ich nicht, die äh, Leute, die da einfach anwesend sind. Ja, also das war so mein Horizont. Und dann ging das ja los im letzten Jahr mit diesen Livestreams. Und äh, auf einmal bekamen wir eben Zeugnisse äh, von Leuten, die sich das zwei Wochen später angehört haben. Ja. Und die geheilt worden sind. Und da dachte ich so, wow, krass, die Leute hören sich einfach irgendwann die Aufnahme an und werden geheilt. Und jetzt eben das Zeugnis von Andreas, der sich drei Monate nachdem wir es aufgenommen haben, dieses Video angesehen hat. Und der komplett da in diesen vier Bereichen geheilt worden ist. Also ich bin da selber total von bewegt und ich preise einfach Gott und ihm gebührt einfach die Ehre. Ja, ihr wisst, wir haben das schon mal gesagt, wir sind sozusagen da die. Pizzalieferanten, lieferanten ne? wenn dir jemand eine Pizza liefert, dann freust du dich natürlich über die Pizza, aber in der Regel fällst du jetzt nicht dem Boten um den Hals. Ähm, ne? äh, klar, du freust dich, dass der das so nett ausgeliefert hat, aber der, dem die Ehre gebührt, das ist Jesus. Wir sind sozusagen die Überlieferer der Pizza, aber er, er hat es möglich gemacht. Jesus durch sein Opfer, durch sein einmaliges Opfer am Kreuz ist für jeden Menschen... Heilung möglich, denn Heilung ist Gottes Wille. Da hat Gott sich in der Bibel unmissverständlich klar ausgedrückt und das versuchen wir auch immer wieder in unseren Seminaren zu lehren. So, und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt mit euch in den Brief schauen, den Andreas uns geschrieben hat. Also, Andreas schreibt Folgendes. Also, am 23.12., also gestern, schrieb er mein Zeugnis zu dem Video: Komm raus aus der Box und erwarte Wunder vom 6. September 2021. Ich habe das Video allerdings auf dem Kanal von Gotteshaus.de gesehen, die dein Video zu meinem Geburtstag, dem 5. September, veröffentlicht haben. Ja, und dann. Denkt man manchmal an dieses Wort Zufall und da schreibt er auch so schön, Zufall ist der Künstlername Gottes. Halleluja, sehr cool Andreas. Also dann schreibt er weiter. Lieber Philipp, liebe Nadine, ich möchte euch sehr gerne von meinem wunderbaren Heilungszeugnis berichten, das ich vor circa einer Woche beim Anschauen des oben genannten Videos erleben durfte. Dazu möchte ich vorab auch zum besseren Verständnis darauf hinweisen, dass ich seit circa 25 Jahren mit einer Alkohol- und Nikotinabhängigkeit zu tun habe. Zum Zeugnis. Ich habe das Video komm raus aus der Box und erwarte Wunder« am 16.12.2021 gesehen, nachdem ich zuvor circa 10 Tage lang täglich 8 bis 10 Liter Bier und ca. 40 bis 50 Zigaretten am Tag konsumiert hatte. Am Ende des Videos hast du für Heilung gebetet und folgende Spontanheilungen durfte ich noch beim Ansehen des Videos direkt empfangen. Erstens Magenprobleme, eventuell Magengeschwüre, seit ca. drei Tagen. Zweitens Probleme im Kehlkopf, seit ca. fünf Tagen durch den Alkoholkonsum, Verätzung der Speiseröhre. Drittens gequetschter C, mein mittlerer C vom rechten Fuß war betroffen, seit ca. einer Woche. Viertens Knieschmerzen im linken Knie traten seit ca. anderthalb Jahren immer mal wieder auf. Darüber hinaus habe ich vermutlich auch von deinem Gebet mit Bezug auf die Wiederherstellung aller Organe hin zur göttlichen Ordnung profitieren dürfen. Halleluja. Nach dem Video konnte ich auch aufhören, Alkohol zu konsumieren. Dennoch ging es mir körperlich zunächst noch sehr schlecht. Ich konnte keine Flüssigkeit bei mir behalten und musste mich täglich ca 10 bis 20mal übergeben. Nach bereits nur einem Tag allerdings hat sich mein Magen erholt und ich konnte wieder ausreichend Tee und Wasser zu mir nehmen, ohne mich zu übergeben. Dazu nahm ich morgens und abends das Abendmahl ein, ging ins Gebet und schaute weitere Videos von eurem Kanal, um noch mehr Segen zu empfangen. Den stationären Entzug in einer Klinik, der für den 20.12. geplant war, konnte ich nach der Begutachtung durch eine Ärztin absagen. Auf meine Frage, ob es denn möglich sei, den Entzug diesmal Ambulanz in der Suchtambulanz der Klinik durchzuführen, sagte sie mir, dass dies in meinem Fall nicht gehen würde, da ich bereits schon mehrere Tage abstinent bin und ich wohl einen zu guten Eindruck gemacht habe. Anstatt die Feiertage und den Jahreswechsel auf einer Entzugstation verbringen zu müssen, hat mich der Herr so mächtig gesegnet, dass ich die Geburt unseres Erlösers zusammen mit meiner Familie in Freiheit feiern darf. Danke Jesus, dir allein gebührt alle Ehre. Genau so ist es und dann schreibt Andreas noch weiter. Ich glaube zusätzlich auch an meine vollständige körperliche und seelische Wiederherstellung, weil das Blut des Lammes sogar mehr als ausreichend ist, um die Auswirkungen, Effekte der Sünde wegzuwaschen, so wir tatsächlich zu einer makellosen Braut werden dürfen. Was für eine Gnade. Gott ist so gut. Danke Jesus. Alles Liebe, euer Andreas. Wow. Also Andreas, erstmal vielen Dank für deinen Mut hier auch das mit uns zu teilen. Ich bin wirklich überzeugt, dass das jetzt in diesem Moment gerade sehr viele segnet, die in einer ähnlichen Situation sind. Die ja, ich habe den Eindruck, dass das auch gerade jetzt zu Menschen spricht, die schon gedacht haben, dass es für sie keinen Ausweg gibt. Und ich glaube, Andreas, du bist da wirklich ein Botschafter der Wiederherstellung und der Erlösung, der Freiheit. Du bist wirklich ein Botschafter der Freiheit. Weil jetzt gerade in diesem Moment ganz viele Menschen Mut fassen und sagen, boah, Gott hat Andreas freigesetzt, er wird ihn vollkommen befreien. Und da haben wir übrigens schon gesagt, äh, wenn das soweit ist, dann ist er auch bei uns mal hier im Studio. Da freue ich mich schon drauf. <laughs> Halleluja. Aber ich glaube, das hat jetzt gerade zu ganz vielen Menschen gesprochen. Die sich selber als ausweglosen Fall sehen würden, als hoffnungslosen Fall, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Hey, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und so wie Andreas es sagt, so ist es auch, das Blut von Jesus macht dich nicht nur gerecht vor Gott, also äh, stellt dich nicht nur sündlos vor ihn hin, sondern das Blut von Jesus beseitigt auch die Effekte der Sünde, so wie Andreas das gesagt hat. Weißt du, ganz ehrlich, äh, Menschen. Die in so einer Situation sind und wenn sie sich bekehren, die kriegen manchmal einen ganz, ganz schlechten Rat von Menschen mit auf den Weg. Das ist leider so ein ganz fieser, böser religiöser Rat. Das muss ich jetzt mal sagen. Das geht dann ungefähr so in die Richtung. Ja, also sagen wir mal, ich mache jetzt ein anderes Beispiel: äh, jemand, der irgendwie an der Spritze gehangen hat oder so und vielleicht Hepat mit Hepatitis C zu kämpfen hat, der sich dann bekehrt, kriegt dann von. Wohlmeinenden Christen gesagt, ja, ist ja gut, dass du dich bekehrt hast, aber jetzt das, was du damals gemacht hast, da hast du halt Pech gehabt. Ne? Man sät halt, was man erntet oder so. Ja, man sät, was man erntet, und das ist übrigens auch was Böses, was man sät, wenn man so religiös verdrehte Sachen raushaut. Man sät, was man erntet, und jetzt gerade in dieser Zeit, Stichwort ne, Offenlegung der Verbrechen, werden sehr viele Menschen ernten, was sie säen, und das ist keine gute Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, wenn du umkehrst und wenn du dein Vertrauen in Jesus setzt, dann macht er dich nicht nur gerecht, dass du in den Himmel kommst, nein, sein Blut ist stark genug, um dich auch von den Effekten der Sünde zu befreien. Nämlich, wenn du an der Spritze gegangen hast und du bist jetzt zu Jesus umgekehrt, dann darfst du dich nicht nur aufs ewige Leben freuen, du darfst dich über die Heilung von Hepatitis C freuen im Namen Jesus. Halleluja. Und dafür ist wirklich Andreas ein Botschafter der Versöhnung, der Wiederherstellung, dieser Wiederherstellung. Jemand, der wie der verlorene Sohn einfach weg war und in Süchten und vielleicht Drogen war, der dann aber umkehrt zum Vater. Denkt mal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was hat der Vater gemacht? Der Vater hat ihn sofort in die Arme genommen, sofort den Ring angesteckt. Das, das beste Kleid des Hauses hat ihm die neue Identität gegeben, hat ihn vollkommen wiederhergestellt. Natürlich, der Sohn hat nach Schwein gestunken ne? in dem Gleichnis. Was wird der Vater gemacht haben? Er wird ihn absolut rein gemacht haben von diesem Gestank der Vergangenheit, sage ich mal. Und deswegen gilt das auch für dich. Das Blut von Jesus rettet dich nicht nur, dass du. Das ewige Leben hast. Nein, es heilt, befreit. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es macht dich frei von den Spuren deiner Vergangenheit. Ich glaube auch, und ihr Lieben, ich glaube, wir werden das immer mehr sehen. Gottes Güte wird bestätigt durch Zeichen und Wunder. Menschen, die zum Beispiel sich geritzt haben. Hey, für dich gilt die gleiche Botschaft. Diese Narben sollen verschwinden im Namen Jesus. Diese Narben sollen komplett weg sein. Du sollst nicht einfach nur, verstehst du, es gibt Menschen, die sich bekehrt haben, das ist gut, ja? die aber dann noch mit diesen Narben rumlaufen und der Teufel erinnert sie jeden Tag an ihre Vergangenheit. Weißt du was? Auch diese Narben sollen in der Autorität des Namens von Jesus Christus komplett verschwinden. Du sollst komplett frei sein davon. Und dieses Wunder, dass du auf einmal da, wo du dich vorher geritzt hast, dass du da jetzt Babyhaut hast, dieses Wunder zeigt die Größe unseres Herrn und seine absolute liebe sein sein Wille er will jeden Menschen heilen es ist sein erklärter Wille und er will dass du nicht nur äh, mit Narben gerettet wirst ins Reich Gottes er will dass du vollkommene Wiederherstellung erfährst das ist sein Wille Heilung Wiederherstellung ich habe ganz am Anfang als wir unseren Dienst gestartet haben mal über das Wort sozo äh, mit euch nachgedacht dieses Wort heißt Geheilt, vollkommen wiederhergestellt, vollkommen ganz gemacht und auch gerettet. Ja, es ist Gottes Wille, dass du gerettet wirst, aber es ist sein erklärter Wille, dass du geheilt und vollkommen wiederhergestellt wirst. Und deswegen Amen zu dem, was Andreas schreibt. Das Blut von Jesus ist stark genug, um uns auch frei zu machen von den Effekten der Sünde. Ja, es mag sein, dass du weit weg warst von Gott und dass du äh, in Sünde gelebt hast, die auch negative Konsequenzen hatten. Ich habe jetzt gerade auch den Eindruck, dass äh, Menschen zuhören, äh, die ja ich sag mal auch äh, mit Geschlechtskrankheiten zu kämpfen haben. Und auch da ist der Teufel der Verkläger die ganze Zeit bei dir am Reden ja. Dass du zwar dich bekehrt hast und auch das will er dir ausreden, aber du bist Kind Gottes. Gott hat uns seine Liebe erwiesen, dass er für uns gestorben ist. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das heißt, du bist es jetzt nicht mehr. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, Gott will heute auch zu dir sprechen. Wenn du mit ja, du 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 hast den Herrn gefunden, bist dankbar für die Bekehrung, aber du läufst rum, ja, und hast mit diesen Geschlechtskrankheiten zu kämpfen. Weißt du, was Gottes Botschaft ist? Gottes Botschaft ist, dass das Blut von Jesus ausreicht. Nicht nur, um dich gerecht zu machen, sondern auch um dich zu heilen. Und diese Botschaft der Gnade und der Wiederherstellung, die soll bestätigt sein durch nachfolgende Zeichen und Wunder. Deswegen sei geheilt im Namen Jesus Christus. Diese Krankheit soll dich nicht mehr plagen und der Verkläger der Brüder soll dich nie wieder daran erinnern können. Du sollst ein mächtiges Zeugnis für die Gnade und die Wiederherstellung unseres Gottes sein. Halleluja. Und so segne ich dich im Namen Jesus, der du gerade zuhörst. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt ein Leben für dich. Jesus hat das Leben in Fülle. Weißt du, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu rauben und zu vernichten. Aber Jesus ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Wenn dich das betrifft, lies mal diese Stelle. Johannes 10, Vers 10 steht das. Jesus ist gekommen, damit du das Leben in Fülle hast. Dieses Morden, Stehlen, Vernichten geht auf das Konto des Teufels. Aber Gottes Plan ist Wiederherstellung. Er will nicht nur deine Wunden heilen, er will nicht nur dein Leben wiederherstellen, er will dir das, was dir geraubt worden ist durch den Dieb, vielfach ersetzen. Das ist eine biblische Wahrheit. Und du sollst geheilt sein von den Effekten deiner Sünde jetzt im Namen Jeshua Mashiach sei geheilt im namen jesus halleluja so ähm, das war eine kleine spontanpredigt zu dem was andreas da geschrieben hat das hat mich einfach äh, ja sehr sehr angesprochen das blut von jesus es ist stark es ist die kostbarste substanz des universums und es macht dich nicht nur gerecht vor dem vater dass du heilig tadellos unverklagbar vor ihm stehst. nein es ist Sorgt sogar dafür, dass die Effekte der Sünde weggenommen werden. Und ich glaube fest daran, dass jetzt Menschen geheilt werden, die sich selber geritzt haben. Schau, nimm es an, sag Jesus, danke für deine Gnade und dann schau auf deine Unterarme. Du wirst diese Wunden nicht mehr sehen im Namen Jesus. Du sollst geheilt werden im Namen Jesus, jetzt davon. Halleluja. So, und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt mit euch noch die Sprachnachricht teilen, die Andreas mir da noch zugeschickt hat. Und auch das, glaube ich, wird sehr, sehr viele von euch ermutigen. Hört einfach mal rein zu dem, was Andreas noch zu seinem Zeugnis zu sagen hat. Hallo, lieber Philipp, liebe Nadine. Und auch ähm, ja, die Zuschauer möchte ich sehr gerne begrüßen. Ich bin also der Andreas, der hier dieses äh, Zeugnis erleben durfte bei einem Video von Philipp. Mit dem Titel Komm raus aus der Box und Erwarte Wunder. Das war wirklich ein ereignisreicher Abend. Ähm, ja, wie gerade auch vorgelesen wurde, war ich also noch relativ mittendrin im Konsum und habe also eine gute Woche durchgetrunken. Das war ein heftiger Rückfall. Ähm, und. Trotzdem bin ich immer mal wieder kurz ins Gebet in einem klaren Moment und bin dann auf dieses Video gestoßen, was ich mir angeschaut habe. Und zum Ende hat Philipp dann gebetet, hatte verschiedene Eindrücke bekommen vom Heiligen Geist und mir ist auf einmal aufgefallen, ja, das habe ich auch, das nehme ich einfach. In diesem kindlichen, naiven Glauben, was auch öfter mal erwähnt wurde in anderen Videos, das ist für mich, das ergreife ich jetzt einfach. Und auf einmal habe ich dann festgestellt, hoppla, dieser Knieschmerz ist ja tatsächlich weg. Und in dem Moment dachte ich an diesen gequetschten C. Und dann bekommt Philipp eine Sekunde später diesen Eindruck und betet für einen gequetschten C. Und das Symptom war dann auch sofort weg. Und dann kamen noch die beiden anderen Symptome, Magenprobleme und auch die Probleme am Kehlkopf dazu. Und ich durfte wieder feststellen, dass... Gibt's doch nicht, das ist jetzt auch weg. Und ich erkläre das mal vielleicht kurz so. Wenn man jetzt eine Woche lang so 8 bis 10 Liter Bier am Tag trinkt, ist die Speiseröhre ziemlich geätzt, auch oder verätzt durch den Alkohol, auch wenn das jetzt nichts Hochprozentig ist, aber alleine durch die Menge. Natürlich. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch da einen Magengeschwür gegeben hat, weil ich auch ein paar Tage dann nichts mehr gegessen habe, habe nur dieses Bier getrunken und geraucht. Ähm, und hatte also auch diesen Druckschmerz neben der Übelkeit und neben dem Erbrechen, ähm, der mich auch beunruhigt hat. Und alle vier Symptome waren tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten weg. Ich durfte äh, erleben, was es bedeutet, spontan geheilt zu werden. Und äh, das hat mich total ermutigt, natürlich auch für mehr. Aber dazu äh, werde ich gleich noch was sagen. Ähm, wie ging es dann weiter? Also ich konnte aufhören zu trinken, war aber natürlich noch ziemlich angeschlagen. Und äh, eine äh, Freundin wollte mit mir dann zur Suchtambulanz in die Klinik, wo meine... Gesundheitskarte eingelesen werden sollte und ich brauchte eine Überweisung für diese Station zum Entzug. Und ich war also nicht wirklich transportfähig. Ich habe mich durchs Treppenhaus geschleppt, das ist der zweite Stock hier, bin dann ähm, zu ihr ins Auto und wir sind, glaube ich, 400 Meter weit gekommen. Und in der Zeit musste ich mich dann schon ja, vier, fünf Mal übergeben und war also gar nicht in der Lage, jetzt diese vier Kilometer zu fahren. Bin dann wieder zurück nach Hause, ähm, habe mich die Treppe hochgeschleppt, wieder hingelegt. Am ähm, Tag darauf hat mich dann ein lieber Freund, der Torben, liebe Grüße, Torben, ähm, abgeholt. Wir sind dann zur äh, Station wegen diesem PCR-Abstrich, den man ja immer machen muss, bevor man dann äh, wirklich auch aufgenommen werden kann. Und äh, es ging mir schon etwas besser ich musste mich auf der fahrt nicht mehr übergeben und äh, das hat also dann funktioniert torben hat auch dann noch mal zu hause für mich gebetet äh, für reinigung auch und das war richtig richtig gut ja und dann war meine aufnahme für den kommenden montag geplant ich habe mich dann am wochenende durch gebet durch abendmahl durch ähm, weitere videos auch zum thema heilung so gut erholt dass die Ärztin in der Suchtambulanz mir dann gesagt hat, also ihnen geht's eigentlich zu gut. Ich kann sie hier gar nicht mehr ambulant entziehen und stationär müssten sie eigentlich auch nicht. Und das ist einfach ein Riesenwunder. Und ich möchte damit Mut machen für Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, gerade was Suchterkrankungen angeht, die immer mal wieder hinfallen oder regelmäßig und das auch seit Jahren. Lasst euch nicht davon ermutigen. Der Herr trägt uns durch, durch unsere dunkelsten Stunden. Und wir dürfen die Hoffnung bzw. die Zuversicht haben, dass er uns trotzdem da herausholen wird. Und ähm, das möchte ich einfach gerne mit euch teilen. Und ich bin sicher, dass es auch jetzt erst ein Prozess ist, der angestoßen wurde. Und dass da noch viel mehr hinterherkommt. Ähm, <laughs> gerade zum Thema auch Wiederherstellung. Also, dass unser Gott so gut ist, dass er uns nicht nur vergibt dass wir nicht gut mit unserem Körper umgegangen sind, ähm, den wir eigentlich nur verwalten, den wir ja an ihn abgegeben haben, sondern dass er uns Gesundheit auch erstattet und uns nicht nur einfach diese Sünde verzeiht, sondern uns wirklich Wiederherstellung schenkt in allen Bereichen unseres Lebens, wo wir das brauchen. Und ähm, ich halte euch sehr gerne auf dem Laufenden, wie es da bei mir weitergeht. Ähm ja, vielen Dank nochmal, Philipp und Nadine, für, eure Tolle, für euren tollen Dienst. Der ist so ermutigend und gerade für die Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Ihr gebt sie ihnen wirklich zurück mit ähm, den wunderbaren Inhalten, den Gebeten. Wir dürfen so viel lernen durch euch. Ähm, Philipp, toll, dass du dieses ganze Wissen mit uns teilst. Macht bitte weiter so und ganz, ganz liebe Grüße, Gottes Segen an alle. Euer Andreas. Wow, Halleluja. Das war dann noch die Nachricht von Andreas, die er uns auch gestern geschickt hat. Und ich möchte das erwidern, was Andreas gesagt hat. Ich glaube, lieber Andreas, dass du gerade derjenige bist, der ganz vielen Menschen Hoffnung gibt, der ganz vielen Menschen Hoffnung macht. Und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr, sehr viele segnen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du uns da weiter auf dem Laufenden hältst. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ähm. Da könnte es auch sein, dass dann im kommenden Jahr mal ein Studiobesuch hier ansteht. Wir sind auf jeden Fall voller Erwartung und freuen uns drauf. Also vielen, vielen Dank, Andreas. Ähm, ja, ihr Lieben, das ist doch eine tolle Botschaft, oder? Wenn die äh, Ärztin einem sagt, ich kann sie eigentlich nicht aufnehmen, sie sind viel zu gesund. <laughs> also ich finde, ein besseres Zeugnis äh, gibt es doch gar nicht von der Ärztin. Also... Ja, preis den Herrn. Ich sage einfach, preis den Herrn. Gott ist so gut. Und wisst ihr, was Gott verheißen hat? Wisst ihr, was der Herr uns verheißen hat? Der Herr hat uns verheißen, das sind kleine Vorschatten auf das, was noch kommt. Also Andreas ist zum Beispiel ein Vorläufer, sage ich mal, für viele Menschen, die aus diesem Bereich freigesetzt werden. Und wir reden da wirklich nicht von ein paar Leuten. Wir reden hier in einem Bereich, den du dir in Deutschland bislang nicht vorstellen kannst. Das sind Dinge, die du in Deutschland noch nicht gesehen hast, was passieren wird. Der Herr hat verheißen, dass er jetzt in den letzten Tagen noch mal seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch und alle, die den Namen des Herrn anrufen, die werden gerettet werden, die sich ihm als einzigem Retter zuwenden. Jesus als Retter zuwenden. Und da ist der Andreas aus meiner Sicht einfach ein, ein Vorläufer. Andreas, du bist im Prinzip ein Vorläufer auf das, was kommt, was ihr eben, Neben der Dunkelheit, die natürlich auch da ist, die ganzen Verbrechen haben wir schon öfter thematisiert, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern neben der Dunkelheit, neben den, ja, ich sag mal, dem, was der Feind tun will, wird Gott mächtig aktiv in diesen Tagen, mächtig aktiv in dieser Zeit und er setzt Menschen komplett frei. Und zwar nicht nur einzelne, sondern flächendeckend, in einer Dimension, die du dir noch nicht vorstellen kannst. Aber, ihr Lieben, dafür ist es wichtig, wenn du jetzt sagst, das möchte ich auch. Ja? Sei wirklich wie Andreas äh, und, und sag, okay, und ich, ich strecke mich einfach danach aus. Ja? Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließe dein Herz nicht. Und deswegen, Andreas, nochmal ganz herzlichen Dank für dein tolles Zeugnis. Ich bin sicher, und äh, das werden uns sicherlich auch einige Menschen zurückmelden. Ich bin sicher, dass es sehr, sehr viele gesegnet hat. Und ich äh, finde es toll, dass du auch wirklich da so offen berichtet hast. Und ich bin, bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir vom Andreas gehört haben. Ich bin da wirklich sehr gespannt und freue mich darauf. Ich freue mich auch darauf, äh, auf das neue Projekt, was wir vorhaben, auch mit dem Lobpreis, dass wir eben neben der Lehre... Und den Heilungsabenden, die wir schon hatten, jetzt auch eben das Thema Heilungsabende mit Lobpreis angehen können. Auch da, wenn es soweit ist, werden wir euch natürlich zeitnah informieren. Da könnt ihr gerne auch äh, euch bei uns, ähm, da könnt ihr gerne unserem Telegram-Kanal beitreten. Da erfahrt ihr dann immer, ähm, ja, wenn es da kurzfristige Updates gibt. Und ähm, ja, es ist einfach schön, ihr Lieben. Auch. Danke nochmal an alle äh, für euren ermutigenden Zuspruch und ja wie gesagt lasst euch nicht von der Dunkelheit beeindrucken, die um euch rum ist. Das möchte ich jetzt noch als äh, Botschaft an euch weitergeben, auch im Prinzip zum Abschluss jetzt dieses Jahres, denn wir haben ja angekündigt äh, am 25. und jetzt dann auch ähm, zum Neujahr. Da ähm, möchten wir euch ans Herz legen, den Livestream von Martin und Siri zu schauen, die außer der Reihe da mal am Samstagabend streamen werden, finde ich sehr cool. Wir werden euch den Link da auch zeitnah zur Verfügung stellen. Und ich möchte euch einfach ermutigen: Lasst euch nicht von dem beeindrucken, was der Teufel tut. Lasst euch viel mehr von dem beeindrucken, was der Herr tut. Und davon haben wir doch heute ein großartiges Zeugnis hören dürfen, oder? Und ihm sei alle Ehre. Und deswegen möchte ich einfach jetzt auch ähm, dieses Video Jetzt auch zum Abschluss, äh, voraussichtlich äh, das letzte äh, Video mit Live-Premiere äh, in diesem Jahr. Voraussichtlich muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sagen, weil so viel passiert in diesen Tagen. Aber ich möchte einfach dem Herrn die Ehre geben für alles, was er getan hat und für alles, was er noch tun wird. Denn Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, du bist. Der du bist, du bist der Heiler und Befreier. Herr, du hast dich festgelegt mit deinem Namen. Yahweh ja, Rapha, der Gott, der dich heilt. Du hast dich festgelegt, es ist dein Name. Und du änderst dein Wesen nicht, Herr. Du bist der, der uns heilt. Du bist der, der uns befreit. Du bist Jeshua Hamashiach, Jesus Christus, der König der Könige. Du bist Ruach Hakodesh, der Heilige Geist, der uns dazu befähigt, den Lauf zu laufen, zu dem du uns berufen hast. Und Herr, wir geben dir alle Ehre. Jesus, dir allein sei alle Ehre. Du bist der König der Könige. Dir allein gebührt alles Lob und alle Ehre und alle Anbetung. Und wir preisen dich, Herr. Für jedes einzelne Wunder, das du in der letzten Zeit getan hast, das du in den vergangenen Wochen getan hast. Ich preise dich für jeden einzelnen Menschen, der geheilt worden ist. Auch bei unseren Heilungsabenden, Herr, ich danke dir und ich danke dir, Herr, für jeden Menschen, den du noch heilen wirst und befreien wirst. Für Menschen, die du in dein Reich ziehst, weil du sie liebst, weil du willst, dass jeder Mensch errettet wird, weil du willst, dass jeder Mensch geheilt wird. Und Herr, wir beten, dass viele, viele, viele Menschen dieses Angebot annehmen. Dass Menschen auch die sich Christen nennen, dass die aufwachen, die, die nicht zu dir gehören, die, die nicht von neuem geboren sind, dass die aufwachen aus toter Religiosität. Danke, dass du sie gerade jetzt in diesen Zeiten erwächst. Mit dem Feuer deiner Überführung, mit dem Feuer der Erweckung. Herr, ich danke dir, dass noch viele, viele, viele Menschen sich dir zuwenden werden und zu einem echten Leben im Heiligen Geist durchbrechen werden, dass diese Menschen Zeichen und Wunder erleben werden, weil sie mit dir unterwegs sind. Herr, ich preise dich dafür. Ich gebe dir alle Ehre. Jesus, du bist der König der Könige und ich danke dir, dass du kommst in diesen Tagen. Du hast gesagt, habe ich mich nicht spät, stets zur Mitternachtsstunde gezeigt, Herr, und das ist wahr. Du bist der Herr, der eingreift. Und das Volk, das im Finstern wandelt, das sieht ein helles Licht. Jesus, du bist das Licht der Welt. Und wer dir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das ewige Leben haben. Und dafür preisen wir dich und wir geben dir alle Ehre. Jesus, du bist unser König. Und du richtest deine Herrschaft in diesem Land auf, in Deutschland. Und die Welt wird dabei zusehen, wie Deutschland die Knie vor Jesus beugt. Halleluja, wir preisen dich. In Erfüllung kommen die Pläne des Herrn. Zustande kommen die Pläne des Herrn. In Existenz kommen die Pläne des Herrn. Und wir sprechen aus, die Pläne des Feindes werden krachend scheitern. Die Pläne des Feindes werden nicht zustande kommen. Denn in Erfüllung, in Existenz und Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr Lieben, dass ihr ermutigt seid. Wenn du dieses Video jetzt vor dem 25.12.1930 guckst, dann schau doch äh, morgen oder schau gleich den Livestream von Martin und Siegelt. Den Link schicke ich euch auf allen Kanälen, auf Telegram, stelle ihn hier bei YouTube in die Beschreibung. Geht zum Livestream von Martin und Siegelt. Ich bin sicher, es wird euch segnen. Auch am ersten werden wir an dem Samstag kein Video, keine Videopremiere machen, sondern wir empfehlen euch ganz, ganz von ganzem Herzen den Livestream von Martin und Sigrid am 01.01. Die starten immer 19.30 Uhr, ja? also seid rechtzeitig da. Den Link lassen wir euch, wie gesagt, in der Beschreibung und im Telegram-Kanal. Und in diesem Sinne seid ganz herzlich gesegnet, ihr Lieben. Jesus ist König. Sei nicht entmutigt. Jesus kommt und Jesus greift ein mit mächtiger Hand. Erwarte sein Kommen. Das ist doch das, worum es geht. Wir erwarten sein Kommen. Und in diesem Sinne möchte ich euch segnen. Seid ermutigt, seid gesegnet und seid ganz herzlich gegrüßt. Und wir freuen uns schon auf die kommenden Projekte, ihr Lieben. Freuen uns auf euer Feedback. Und ich sage mal, bis bald. Seid gesegnet und bis dahin. Ciao.